Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 2 mit mir, DF. Und ich habe gegoogelt, wie man das Screen Tearing wegmachen kann. Ich habe keine Ahnung. Denn ich habe nichts gefunden dazu, was den Retron 5 betrifft. Ich habe da mal gegoogelt, so allgemein Konsolen, wie die das hinkriegen, die haben ein gebautes V-Sync. Geil! Hat anscheinend der Retron 5 nicht, oder das liegt an den Spielen. Vielleicht hatten die das damals nicht. Das weiß ich. Ich habe jetzt mal auf 50 FPS bzw. 50 Hertz mal gestellt, was dann halt 50 FPS ausgibt. Und dann gucken wir mal, ob es immer noch Screen Tearing gibt. Ich kann ja dann noch mal ein bisschen rumlaufen. Weil ich kann das so ein bisschen schlecht erkennen, um ehrlich zu sein, hier teilweise. Ich habe mich auch ein bisschen so über das Spiel auch noch ein bisschen informiert. Zum Beispiel, ich weiß, wie man jetzt mehr HP kriegt, nicht indem man... Also wie man HP levelt. Nicht indem man, wie ich gesagt habe, auf die Fresse kriegt. Das tut nur die Abwehr verbessern. Nee, die HP werden verbessert, indem man Schaden kriegt und mit den Schaden das den Kampf verlässt. Heißt auch nicht, sich heilt. Das Spiel ist komisch. Das Spiel ist mega komisch. Ja, ich laufe ein bisschen rum, versuche so ein bisschen... In Städten kann man das ein bisschen besser erkennen, weil da kann ich laufen. Oder in Dungeons, aber waren wir ja schon mal in einem Dungeon. Wenn man Finn jetzt mal als Dungeon bezeichnet, dann ja. Ansonsten waren wir nur in Städten. Ich gehe da mal in Salamand. Weil, das ist auch technischer Firlefanz, den auch nicht jeden irgendwie was sagt. Screen Tearing. Und, das ist so mein persönliches Problem. Manche Leute ist das auch komplett egal. Aber mir nicht. Ich laufe mal ein bisschen hin und her. Aber ich sehe auch nicht wirklich Screen Tearing. Aber ich habe ja letztes Mal auch gedacht, ich sehe es nicht. Und dann später habe ich gesehen, ist doch da. Brauchen wir Items? Wie viel? Nö, ich glaube nicht. Wie viel Geld haben wir denn? Bei dem bisschen Geld, was wir haben, würde ich erstmal nein sagen. Suchen wir andere Läden, wie zum Beispiel den Magieladen hier. Und ich habe auch herausgefunden, ja, ich habe mich ein bisschen informiert, wie gesagt, über das Spiel. Es gibt kein Feuergar und so weiter. Also auch kein Eisgar, kein Blitzgar, sondern es gibt nur die Level. Engel. Ist ganz schön teuer, ne? Anti, reduziert die MP des Opfers. Bannt Opfer in eine andere Dimension, transportiert auf vorige Ebene. Teleportiert Opfer in eine andere Dimension oder die Gefährten in den Weltmodus. Ah. Beam ist ja eigentlich ganz gut. Nur wir haben gar kein Geld dafür. Engel würde ich gerne kaufen, aber wir gucken erstmal, was wir sonst hier so kaufen können. Hier ist ein Haus. Ein normales Haus, hätte ich jetzt gesagt. Aber das ist eine Kirche. Kann man voll gut erkennen. Mit dem Kreuz, das fehlt. Ich glaube hier, da wären auch Kreuze, aber wie gesagt, ist gut. Das war in dem Let's Play zum Final Fantasy 1. In den 80ern war das so. Und die Originale und Final Fantasy 1 und 2 waren halt aus den 80ern. Oder sind aus den 80ern. Und da war Nintendo so ein bisschen, Nintendo of America, ein bisschen, den hat so Religiöses nicht gepasst in ihren Videospielen und haben gesagt, ihr müsst euer religiöses Zeugs wie Kreuze und sowas zensieren oder entfernen oder was weiß ich was, damit es keine religiöse Anspielung hat, weil wir wollen die Leute nicht auf den Schlips treten, weil dann Kreuz ist. Nee. Oder andere Sachen, weil es gibt ja noch andere Religionen. Was ist denn die Mehrzahl von Religion? Religien. Nein, keine Ahnung. Ich bin gerade doof. Ich bin unsterblich in Josef verliebt, doch ich fürchte, ich wäre ihm nur eine Last. Danke, Handy, dass du jetzt piepen musst, wenn ich aufnehme. Aber ich will mal kurz gucken, was da mir...
Okay. Ist mir Wurst. Ich wollte nur nachgucken, ob das wichtig ist. Ich bin unsterblich in Josef verliebt, doch ich fürchte, ich wäre ihm nur eine Last. Gut. Das habe ich aber schon gelesen, aber ich war so ein bisschen verwirrt vom Handy. Ich weiß, wer das ist. Weil ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen über das Spiel informiert und da wurde ich ein bisschen gespoilert. Ich weiß, wem dieser Sprite gehört. Deswegen rede ich noch nicht mit dem Typen da. Sondern wir gucken uns weiter in der Stadt um. Südlich von hier sind die Wasserfälle von Simmet. In der Nähe gibt es eine Höhle, in der Mithril abgebaut wird. Simmet. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der letzten Aufnahme nicht im Inn waren, weil ich glaube ich nicht in Salamand reingegangen bin. Und ich habe, war das heute oder gestern, ich weiß es nicht mehr, ich habe, ich glaube das war gestern, die Videos geschnitten von der ersten Aufnahme und habe gemerkt, eieiei, bin ich langsam. Was aber auch daran liegt, dass ich einmal gestorben bin zu Anfang. Ziemlich früh. Ich kaufe mal... Oh, das ist alles teuer wie Sau. Aber ich kaufe auf jeden Fall einen Bogen. Einen Langbogen. Dann kaufe ich das Langschwert, weil das soll besser sein. Das, was auch immer... Firion war sein Name hat. Ich kaufe noch eine Kampfaxt. Ich kaufe aber nur einen jeweils, auch wenn sie zwei haben. Dann erstmal Maria. Du kriegst den... Langbogen. Du kannst ja alles tragen, stimmt ja. Das Spiel ist ja so. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Wir nehmen dann das Langschwert. Wir nehmen die Kampfaxt. Aber wie gesagt, ich lasse die erstmal die Sachen. Die rüste ich nicht aus, weil ich weiß nicht, wie lange ich dich habe. Also dann bist du nur zum Heilen gut und so ein Zeugs. Ich weiß gar nicht, ob ich dich haben will. Weil du bist nicht der vierte Mann von uns, sondern du bist gerade jemand, den wir einfach mitschleppen. Du bist nicht der vierte Hauptcharakter. Ich verkaufe mal alles so gerade ein bisschen. Da habe ich gerade ein Langschwert verkauft. Das kann nicht sein, weil ich habe ja... Oder bin ich doof? Ich habe ihnen doch ein Langschwert gegeben, ja. Langbogen? Was habe ich ja gerade verkauft? Da habe ich zwischendurch mal ein Langschwert gefunden und habe es jetzt verkauft. Müssen meine eigene Aufnahme angucken. Weißt du was? Ich habe ja ein Programm im Hintergrund laufen, das ganze Zeit Screenshots macht. Ich guck mal gerade in die Screenshots rein. Was ich da für Scheiße gemacht habe. Ich muss nur gucken, wo der Screenshot dann war. Was ihr jetzt hört, ist die Tastatur von mir. Ich glaube, da habe ich gekauft. Okay, warte mal. Wo habe ich denn verkauft? Ne, da habe ich angezogen gerade. Wie gesagt, ich gucke mir gerade Screenshots an. Okay. Leitschwert, Axt. Das waren die Lederhandschuhe. Ich habe nur L gesehen und dachte, ich hätte ein Langschwert verkauft. Nee, ich bin ein bisschen doof. Mehr auch nicht, aber das ist ja auch nichts Neues. Okay, dann reden wir nochmal mit dir. Schilde sind mir so ein bisschen Wurst. Komm, bin ich so nett? Nein. Ich spare das Geld, weil ich möchte gerne Engel kaufen. Oder wie das... Heißt das hier Engel? Das Wiederbeleben. Und so wie es aussieht, gibt es hier nicht mehr viel. Ich glaube, mit der Frau hier haben wir noch nicht geredet. Alle männlichen Einwohner von Salamand müssen als Sklaven in einer Höhle in der Nähe des Wasserfälle. Wasserfälle von Simmet Malochen. Bitte befreit sie, weil Malochen ist ja voll das normale Wort, was man jeden Tag benutzt. Malochen. Ich meine, ich kenne Malochen, aber. Das ist so ein etwas älteres Wort, oder? Josef, was wollt ihr? Prüfen. Mithril. Mithril, wir haben es immer noch nicht finden können.
Es gibt Hinweise, aber was interessiert euch das überhaupt? Ihr seid Fremde, wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr euren Mut unter Beweis stellen. In der Nähe der Wasserfälle von Simmet gibt es eine Höhle, in der die Bewohner unsere Stadt Zwangsarbeit leisten müssen. Befreit sie und ich werde mehr erzählen. Wildrose? Prinzessin Hilda soll euch geschickt haben? Drei Halbstärke und einen komischen Magier? Ich glaube euch kein Wort. Du musst um ihn nur kennen, du Trottel. Prüfen. Luftschiff. Sicher kenne ich jemanden, der sich mit Luftschiffen auskennt. Nur sehe ich keinen Anlass, euch von ihm zu erzählen. Okay, dann gehen wir. Da müssen wir zu den Wasserfällen. Der sehr netter Kumpane. So ein Trottel. Dann gucke ich mal kurz auf die Maps. Auf die Maps. Wo soll hier Wasserfälle sein? Wo sollen hier Wasserfälle bitte sein? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hier, wenn wir es folgen. Monster Boa. Das ist immer noch irgendwie eine Tomate oder sowas. Das ist keine Boa. Du nennst mal deine Magie. So ein bisschen. Warte, ich habe ja Protest und sowas. Steigert die Abwehrkraft. Ein magisches Schutzschild steigert die Magieabwehr. Mach das mal auf alle, damit du das lernen kannst. Da ein bisschen leveln. Und du haust einfach weiter drauf, weil was Besseres kannst du halt. Und du bist mir ziemlich egal. Was ich auch gehört habe, wie man seine HP gut leveln kann, ist sich selbst zu verprügeln. Das kann man nämlich. Und dann immer, also bei Low-Level-Gegnern, und so kann man so selber leveln, also halt sich leveln. Was natürlich kompletter Quatsch ist. So spiele ich das Spiel nicht. Ich denke mal, auch wenn man sehr oft Gift abbekommt, kriegt man auch so leichte Resistenz. Und wie ich gehört haben soll, soll alles eher so ein bisschen random sein. Heißt, das ist nicht, also die Level-Ups, beziehungsweise die Erhöhung mancher Werte, ist random. Heißt nicht nur, weil du jetzt zum Beispiel eher die Axt benutzt hat, muss er jetzt nicht einen Axtwertaufstieg haben. Zum Beispiel hat er ja gerade jetzt nicht. Ich denke mal hier, da sind die Wasserfälle. Irgendwo kann ich aber in den Wasserfall rein, oder wie war das? Wie ist das? Sie ist ja bei den Wasserfällen, nicht in dem Wasserfall. Da ist wieder so ein Luftschiff. Dann suchen wir mal nach jemanden, nach einer Stadt oder sowas. Also es ist random, wie die Sachen gelevelt werden. Heißt, wie gesagt, es muss nicht nur, weil... Fug! Das Bildschirm kenne ich nicht, aber anscheinend, wenn man Gegenstände bekommt, ich war gerade so verwirrt. Wenn man Gegenstände bekommt, dann kommt dieser Bildschirm. Ich schau mal so einfach drauf. Was ich die ganze Zeit sagen will, nur weil man einen Wert levelt, steigt er nicht auf. Also wenn man halt, was heißt Level, aber benutzt. Wenn man jetzt wie zum Beispiel, wie gesagt, jetzt Guy benutzt seine Axt, heißt nicht, dass sein Axtwert steigt, sondern das ist random. So wie ich gehört habe, muss nicht sein. Beziehungsweise bei Äxten und Magien ist das nicht so. Also bei Waffen und Magien eher gesagt. Aber das ist so bei anderen Werten wie MP und so. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Mir wurde, also ich habe das so gehört. Meuchelt mich nicht, wenn ich hier Scheiße erzähle. Wie gesagt, es ist besser, wenn wir ein bisschen angeschlagen sind. Ich gucke nochmal auf die Karte. Es ist besser, wenn wir... Ach, das ist da oben. Aber wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich, wenn wir außen rum gehen. Weil wir können ja keinen Wasserfall hochfahren. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt. Meine Theorie wollte ich halt bestätigt haben, dass dieses Spiel zuerst entwickelt wurde unter Final Fantasy 1. Also das Remake natürlich, nicht das Original, wäre ja doof, wenn Final Fantasy 2 zuerst
entwickelt und dann Final Fantasy 1, das macht mir keinen Sinn. Aber die Remakes hier für die zuvor für den Wondersworn programmiert worden sind, da dachte ich ja erst, dass sie erst Final Fantasy 2 gemacht hätten und dann Final Fantasy 1, aber tatsächlich halt, wie man es denken würde, Final Fantasy 1 und dann Final Fantasy 2. Wieso sieht es dann so viel schlechter aus, meiner Meinung nach? Irgendwie gefällt mir das alles hier nicht grafisch. Vielleicht ist das auch eine Stilfrage. Vielleicht gefällt mir das stilistisch nicht. Wer weiß, keine Ahnung. Und ich muss mir nochmal so ein bisschen angucken, wie Final Fantasy 2 im Original aussah für den NES. Weil das weiß ich nicht so wirklich. Ich habe nur ein einziges Screenshot gesehen. Geil. Mehr habe ich nicht rausgesucht. Weil ich auf Wikipedia am Suchen war. Okay, wir müssen wahrscheinlich dahin. Ich will gar nicht versuchen, was passiert, wenn man den Wasserfall runterfährt. Wo kommen wir denn hier hin? Auf die Map gucken. Okay, das dürfte jetzt nicht so schlimm sein, wenn wir hochgehen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo wir dann ankommen, wenn wir runtergehen. Da. Ich wollte nur, dass der Finger weggeht. Ich guck mal, was hier ist. Wenn das zu stark ist, dann hauen wir wieder ab. Nee, die gehen alle klar. Wie gesagt, wir wollen unsere Werte so ein bisschen verbessern, unsere Waffen. Magie können wir auch später verbessern. Eigentlich will ich doch mehr MP haben und MP heißt Benutzen von Magie. Alles ein bisschen doof. Ich hoffe, ich werde Spaß mit dem Spiel haben. Also Spaß genug, um es zu Ende zu spielen und nicht mittendrin es abbrechen zu wollen, was ich aber auch nicht tun werde. Magier und Soldaten, was? Okay, was hat der da eingesetzt? Ich habe nicht Berserker irgendwas. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ich mach mal Feuer. Du setzt mal Blitz ein. Oder weißt du was? Wir machen lieber Protest auf alle. Und du haust einfach drauf. Und du. Was kannst du eigentlich? Vita Medicus. Medica. Barriere, Blink, Schutz, Protest, Wall, Anti-Z, Anti. Stumm, Nebel, Wechsel. Was ist ein Wechsel? Opfer und Angreifer tauschen HP und MP. Okay. Angst und Beam. Du greifst einfach an. Ich wollte mal gucken, was du für Sachen hast. Blitzstufe 5 ist ja ein bisschen krass. Ich glaube, hier sind wir auch noch ein bisschen zu früh. Aber das ist nicht wie am Anfang, wo da zu viel krasse Gegner waren, wenn man vom Weg abgegangen ist. Das können wir sogar alles teilweise übernehmen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie stark die Magie ist. Ich mache mal einen Schuss. Schuss war doch für Magie. Ja, okay. Du haust weiter drauf. Du. Blind finde ich nicht so toll. Nämlich dann geht meine ganze Magie flöten, wenn die jetzt hier alle blind wären. Ah, ne, blind ist. Ich habe blind gerade mit stumpf verwechselt. Ich bin doof. Blind halt heißt nur, dass sie weniger treffen. Es ist die Frage, Buffs. Wie ist das mit denen, dass die, ich hau dich jetzt mal kaputt. Sollte ich heilen? Komm, lassen wir erstmal. Dann machen wir den kaputt. Nein, erst den Soldaten und dann den Magier. Was war das? Medica, ne? Das geht auch. Kann man also Buffs überlagern die oder wenn ich halt. Ich habe ja zuerst Dinges gemacht. Scheiße, wie heißt das nochmal? Protest. Und dann,
Schutz? Hat jetzt Schutz den Protest überschrieben oder wie ist das? Weil bei Protest, da blinken sie. Ja, bei Protest blinken sie orange, bei Schutz blau und jetzt blinken die halt nur blau. Ich hau mal weiter drauf und du kannst mal nochmal Medica einsetzen. Toxikum finde ich jetzt auch nicht so gut. Oh, Maria ist tot. Das ist jetzt nicht so gut. Ich habe auch keine Phönixfeder, nur nix. Ich wollte hier eigentlich weiter gucken, aber ich muss, scheiße. Das war ein guter Kampf. Warte, hat Berserker, Grimoire und Potion. Nee. Und alle sind dunkel. Hast du nicht Engel oder sowas? Doch, du hast Engel. Lass du mal. Gut, dass wir den dabei haben. Dann setzt du nochmal Vita ein. Und Medica auf alle. Damit dunkel weg ist. Beziehungsweise blind habe ich jetzt immer genannt. Warte, kann ich da durch? Ne, selbst wenn ich könnte. Da ist dann wieder Sackgasse. Ich glaube, hier sind wir ein bisschen zu früh. Also hier sollten wir nicht sein. Ich setze mal Feuer ein. Und Vita auf Philion. Du haust einfach drauf und du haust auch drauf. Natürlich greift die Firion an. Die Kackviecher. Maria, mach mal schneller. Danke. Die anderen haben aber auch gut was abbekommen, ne? Da habe ich nicht so wirklich drauf aufgepasst. Feuerstufe 3. Wie gesagt, es gibt halt nur Level, also die Magie levelt halt und hat nicht mehr Feuer und sowas. Was ich schade finde, aber es ist zwar immer noch Feuer, nur heißt es halt Level 3 oder so. Ja, vielleicht mögen die kein Eis. Ja, du kannst weiter heilen. Geh mal auf. Der Ferium kann noch was, weil der am wenigsten hat. Eigentlich hat Maria am wenigsten, aber die ist voll. Mehr kann sie halt nicht armen. MP, HP meine ich. Die anderen greifen mal weiterhin an. Obwohl, es ist doof, ihn zu heilen. Weil so levelt er nicht. HP. Deswegen wurde ich ja. Habe ich überlegt, Maria auch in die vordere Reihe zu stellen, damit die halt ein bisschen auf die Fresse kriegt und so ein bisschen levelt, aber ich weiß nicht, wie gut das jetzt ist, mit 65 KP sie nach vorne zu stellen. Einfach draufhauen. Und du kannst mal Medikus auf Pichion machen. Gut. Oder ist das Toxin? Oder Toxin? Toxikum. Heißt das in dem Spiel? Ja, das ist Toxikum. Woher soll ich das auch riechen? Wo da der Unterschied ist, das kann ich im Kampf wirklich sehr schlecht erkennen. So, dann gehen wir wieder. Muss ja, glaube ich, nicht in die Stadt, um mich zu heilen, ne? Ich kann auch so weitermachen. Wir hauen einfach drauf, damit wir so ein bisschen alles lernen. Und bei den etwas normaleren Gegnern, sage ich mal, würde ich dann auch wieder doch Maria nach vorne holen, damit sie halt ein bisschen levelt. KP und so. Okay, das mache ich dann auch schnell. Bin ich zwar ein bisschen hohl, aber so ist das Spiel halt. Wenn es nach mir gehen würde, hätte ich sie in die hintere Reihe gelassen. Aber
Geht da anscheinend nicht noch mehr. Simmelt. Die Höhle sieht ganz anders aus, wie im ersten Teil die Höhlen aussah. Die Wände sind, glaube ich, höher. Allgemein. Es sieht so aus. Meine Meinung. Halt, im ersten Teil, in dem Remake vom ersten Teil, sah das alles sehr teilbasiert aus. Also, so dem halt blockmäßig. Wie es halt war, weil es war ein NES-Spiel, das Original. Aber hier sieht es halt irgendwie nicht so aus und ich finde, das sieht schlechter aus. So. Da ist ein Ding. Mal gucken, was das Ding kann. Ich heil mich erstmal nicht, weil ich will leveln. Jetzt ist die Frage, müssen wir auch Schaden kriegen, um dass die HP steigt? Oder wie ist das? Was ist denn das hier? Ich drücke A, aber nichts passiert. Ich versuche auch dagegen zu laufen, aber nichts passiert. Okay, wir hauen einfach drauf. Ich glaube, Marias Verteidigungswerte sind auch gerade nicht die geilsten. Vielleicht sollte ich ihr auch eine richtige Waffe erstmal geben. Aber sie hat halt den Bogen gelevelt, ne? Und ich habe keine richtige Waffe gerade dabei. Mit richtiger Waffe meine ich etwas, was einfach stark ist. Eine Kiste. Was ich einfach damit sagen will, grafisch, es sieht halt nicht aus wie, dass es vom NES-Original kommt. Ich weiß, dass hier ist das Remake, aber was ich damit sagen will, ist einfach, beim ersten Teil, da konnte man sehen, dass das auf den NES basierte irgendwo. Hier sieht es irgendwie wie Willy-Nilly aus. So einfach wie irgendwie, Hauptsache. Ballon. Also, bist du gar kein Bomber? Wir hauen mal einfach drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Vor dem Ballon habe ich auch ein bisschen Angst, weil er halt wie ein Bomber aussieht. Wir sind ein bisschen stark, ne? Mit Firion. Und da Maria jetzt auch vorne in der Reihe ist, ist sie auch ein bisschen stärker drauf. Also ist gar nicht mal so verkehrt. Aber da gehe ich zurück. So. Auch die Farben und so. Ich finde, das Spiel sieht einfach ein bisschen hässlicher aus als der erste Teil. Der erste Teil war auch, da sahen teilweise, zum Beispiel die Terra-Höhle fand ich auch pottenhässlich. Nicht Terra-Höhle, die Sumpfgrotte meine ich natürlich. Die war pottenhässlich. Ich hoffe, Maria kriegt den einen Ballon weg, weil ich jetzt gerade dumm war und mir nur Maria auf die Ballon angesetzt habe. Egal, komm, wir rotzen einfach alles weg, was wir halt so können, weil Minu trifft ja sowieso nichts. Und nach vorne möchte ich ihn nicht setzen, weil ich Angst habe, dass er stirbt. Hier ist ja gerade unser Healer. Ist ja halt ein Weißmagier, ne? Aber ich möchte ja auch nicht wirklich heilen, weil erstens soll das Maria machen und zweitens sollen die alle so ein bisschen was lernen. Das, wie gesagt, es geht nur, wenn man die Sachen benutzt, sage ich mal. Auch wenn man HP... Wie benutzt man HP? Indem man Schaden kriegt und den Schaden behält in dem Spiel anscheinend. Aber die können ja gar nichts. Ich meine, Maria hat, glaube ich, Verteidigung nicht so gut, weil die ist kaum gelevelt und trotzdem hat die keinen Schaden bekommen von dem Ballon. 400 Gil. Es wirkt auch so, als wären die beiden Final Fantasy 1 und 2 die Remakes hier und unabhängig voneinander entwickelt worden, weil man hätte jetzt gedacht, die benutzen einfach Assets vom ersten Teil und
benutzen sie hier auch. Aber... nee, die Overworld sieht komplett anders aus. Die Karte, also die Map, die sieht anders aus. Also ich meine, ich rede jetzt von den Assets. Ich meine, ja, die sieht anders aus, ist anders geformt alles, aber ich meine auch von den Assets sieht alles anders aus. Was man jetzt halten kann, wie man will. Ich müsste, glaube ich, ein bisschen mal gucken, wie das im ersten, also im Original aussah. Nicht im ersten Teil, sondern im Original von Final Fantasy 2. Für den NES. Um herauszufinden, wie nah das jetzt hier dran ist. Ich hoffe, dass man Bosse und sowas, also sehr starke Gegner, dann auf der Oberwelt sieht. Weil wäre doof, wenn nicht. Weil dann möchte ich ja so ein bisschen vorbereitet dann reingehen. Okay. Ah ne, man muss ja erstmal die Vorderen erst weg, mal weghauen. Hey du! Du heilst dich mal selber. Die anderen hauen drauf. Maria, mach mal hinne. Ich will nicht, dass sie stirbt. Wieso sind die Goblin-Wächter so schwach? Die machen halt nur Schaden, ne? Aber der Ritter, beziehungsweise der Soldat, wie er hier heißt, der haut dann doch ein bisschen rein. Dann ich kann ihn immer noch nicht angreifen, weil er zu weit hinten ist. Okay, dann machst du... Ich dachte, weil sie einen Bogen hat, könnte sie, aber geht anscheinend auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, sie könnte einfach den Hinteren angreifen, weil sie einen Bogen hat. Einfach über die anderen hinwegschießen, aber geht anscheinend nicht. Es geht mir so auf den Pisser, dass ich ihn nicht komplett heilen kann. Weil so leveln sie halt ihre HP nicht. Wobei ich nicht weiß, ob das so ist, dass sie ihr Schaden bekommen müssen, um das, damit sich die HP levelt. Wir schwimmen einfach mal. Weil wieso nicht? Sieht auf jeden Fall wie Schwimmen aus, weil wir sehen den Unterkörper nicht mehr. Wäre das nur seichtes Wasser, dann hätte man die Füße nicht mehr gesehen. Aber dann wiederum, das basiert ja auf einem NES-Spiel. Und da hätte man es, glaube ich, nicht so gut hinbekommen, dass man nur die Füße nicht sieht. Aber es sieht halt so aus, als wenn sie gerade im Wasser gewesen, also komplett so, außer der Kopf. Die Truhen sind, glaube ich, auch ein bisschen anders als wie im ersten Teil. Also, wieso haben die nicht einfach teilweise Assets benutzt vom ersten Teil? Das haben sie bei dem Original Final Fantasy 2 auch gemacht, haben sie auch Assets vom ersten Spiel benutzt. Zum Beispiel Firion sieht im Original aus wie ein scheiß Kämpfer aus dem ersten Teil. Und Guy sieht halt aus wie, glaub, was war das? Ein Dieb, glaube ich. Nur Maria ist, glaube ich, schon ein bisschen angelegt auf den Priester? Ne, Weißmagierin. Besser gesagt. Die sah so ein bisschen... So in die Richtung ging sie. Naja, genug gelabert von dem Original, das ich sowieso nicht richtig kenne. Okay, wir hauen weiter drauf. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Maria stirbt. Weil durch Sterben lernt man halt gar nichts. Wie im echten Leben. Was ein Quatsch. Aber stimmt, tut's ja irgendwie. Ich sitze jetzt diesmal auch ein bisschen näher am Mikrofon. Weil ich gemerkt habe, dass ich in der letzten Aufnahme ein bisschen leise war teilweise. Jetzt ist die Frage, wo geht's hin? Da ist eine Heilpotion. Der hat schon eine Heilpotion. Ich meine, ich sag nicht nein, ne? Aber. Aber trotzdem. Hallo, Miss? Du hast so Treffen geil.